Thurgau Gold. Ja, ist natürlich ein Passagierschiff. Wer jetzt genau lang fährt, ist mir unklar. Das weiß ich nicht. Da sind sogar Leute drauf. Da fahren Leute mit, die so umlaufen. Das google ich nachher mal, wo das Ding überhaupt lang fährt. Also das scheint das Bordrestaurant zu sein, ob das hier einzelne Kabinen sind. Vielleicht wie in einem Zug, Abteile oder Zimmerchen. Also das interessiert mich aber jetzt. Thurgau Travel. Das interessiert mich jetzt wirklich. Immer nice, oben auf dem Deck schön mit der Sonnensegel, damit du auch im Schatten sitzen kannst. Schweizer Flagge, also Basel, ach so, ah, Basel, Confederatio Helvetica, CH, ne? Schwitzerland, Confederatio oder so ähnlich, Helvetica, jetzt wissen Sie auch, warum das CH heißt. Und da kommt auch schon die Fähre, die sich hier abpassen. Ich muss mal diese Schifffahrtsregeln. Muss ich echt mal lernen. Vielleicht mal irgendwie einfach mal so einen Bootsführerschein machen oder so. Einfach nur Interesse halber. Also man lernt schon eine ganze Menge, wenn man solche Sachen macht. Ne? Ich kann mich erinnern, als ich ich glaube 89 oder so, 1990 Gleitschirm-Sonderpilotenausbildung gemacht habe. Also da hat man sehr viel gelernt über Luftrecht, internationales Luftrecht, ICAO, International Civil Aviation Organization, und hier über natürlich Meteorologie, die Atmosphäre funktioniert und all so Zeug. Ne? Also, Sachen, wo man nicht mit rechnen würde. Ne? Natürlich Sicherheit, ne? Was zu tun ist im Unfall, Erste Hilfe. Was macht man zum Beispiel, wenn man in eine Hochspannungsleitung reinschiebt? Ne? Solche Sachen, ne? Das muss man alles wissen. Ja. Tja. Baden-Pfalz, 9 Uhr. Ich glaube, ich fahre gleich mal rüber in die Pfalz.